Hey Leute, hier ist euer Soul Cruiser wieder mit ATS und ja, scheiß Wetter haben wir am Start. Ich mache mal hier wieder die Cam an. Ich habe hier schon einen schönen LKW und der ist auch reingemoddet. Ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen, wie laut ich rede, weil ich hier diese geilen Ohrstöpsel drin habe. So, ich schmeiße die Kiste mal an. Wir haben ein bisschen gemoddet. Ich habe ein Problem nämlich gehabt. Ich habe einmal kurz das Spiel geupdatet auf Beta. Also die 1-2 Beta zum Ausprobieren. Danach habe ich mein Profil geschrottet. Musste ich also alles neu machen. Und ja, jetzt habe ich auch ein bisschen dann an Mods reingemacht. Ne? Ich habe jetzt hier neue Anhänger, sieht man auch. Ne? Den habe ich vorhin ja zum Testzwecken hingebracht. Und ja, jetzt haben wir das hier hinten dran. Paletten. Gucken wir einfach mal. Ich habe Cockpit sich gemacht. Ah, okay, da. Wir sind jetzt im Cockpit. Ich würde dann einfach sagen, wir sehen auch oben die FPS. Ich weiß auch gerade nicht, warum die so einbrechen. Also ich sehe die FPS. Ich habe Shadowplay jetzt im Hintergrund immer an. Und da muss ich auch nochmal gucken. Irgendwie habe ich momentan so ein paar Einbrüche immer in der FPS und so. Schauen wir mal, woran das lag. Normalerweise hatte ich das ATS nicht unbedingt, dass ich ja Probleme hätte mit FPS. Jetzt sind auch immer noch genug so zum Fahren, ne? Also machen wir einen Scheibenwischer mal an. So, hier müssen wir da rechts. Das ist diesmal auch nur eine kurze Tour. Oh, komm rum. Oh. Yes. Ja, man muss sich immer noch schön dran gewöhnen, zu fahren ohne Lenkrad wieder, aber oh mein Gott. Macht trotzdem Spaß, ja. Also ATS macht trotzdem Spaß. Gucken wir mal hier. Oh. Ein Nissan GT-R, Leute. Hinter mir. Oh, der soll an mir vorbeifahren. Jawohl, geil. Guckt euch den an. Nissan GT-R. Gestern noch bei Need for Speed. Geil. Finde ich cool, die Mod mit den Autos. Wir können nachher vielleicht auch mal eben noch kurz reingucken, wenn, je nachdem wie schnell ich jetzt hier fertig bin, welche Mods ich drin habe. Und Leute, für die immer fragen, welche Mods hast du, wo gehst du, die holen und bla. Einfach, ihr müsst einfach Google benutzen, Leute. Ne? In Google einfach eingeben, Mods ATS. Ich gehe immer einfach zu modhoster.com oder war das .de? Egal, Modhoster auf jeden Fall. Einfach googeln, Modhoster. Da kriegt ihr für ETS, ATS, Farming Simulator alles. Alle Mods und dann sucht euch die Sachen selber raus, die ihr haben wollt, ja. So. Knallgas hier durch die Walachei. Ja, 4 Stunden haben wir noch dafür. Cool ist auch wieder dieses zusätzliche Navi. Sonst haben wir ja nicht so viel. Hier, wir können nach hinten. Auf der Rücksitzbank. Oh, ich muss so schnell wieder nach vorne. Hab eine Mod drin, dass man sich ja, in seinem LKW bewegen kann. Also ich kann quasi nach hinten. Und dann könnte man halt seinen LKW hinten sehen. Ja, geht gut. Die FPS sind wahnsinnig im Keller. Ich befürchte, dass Shadowplay das schuld ist. Das muss ich da mal selber nochmal ausprobieren. Oder die Mods oder der Regen. Kann halt alles mögliche sein. Im Moment läuft nämlich sonst nichts. Ja, komm schon. Man muss hier bei dem Truck, glaube ich, fast beide Spiegel wieder einblenden. Ne? Man, so. Man kann einfach bei manchen reingemodderten Trucks, ich musste auch eigentlich meinen Sitz weiter nach hinten stellen. Das kann man ja, wenn man zweimal F4 drückt oder so oder dreimal, den Sitz weiter nach hinten stellen. Dann hat man nämlich besser die Möglichkeit, in die Spiegel zu gucken. Aber, mein Gott, wir können ja zur Not einblenden, die Spiegel erstmal und war ja auch ganz wichtig, wenn ihr mit Lenkrad fahrt, die Spiegel einzublenden, weil jedes Mal umschauen, das geht einfach nicht. 108 Meilen noch. Korps. Aber mit der Ladung, die ich hinten dran habe,
Kann ich eh nicht so schnell fahren. So, da kommt Taxi. Oh ne. Hat nur Taxifarben. So, rüber da drüber. Erster Aufenthalt in Prim. Ja, alles neu machen, Leute. Ich muss wirklich mir mal eine Route setzen und alle Städte nochmal abfahren. Ich habe übrigens diese Offroad-Map rausgenommen, weil die bei mir nicht richtig funktioniert hat. Der hat nur meine Map immer verzogen, alles klein gemacht und da warte ich lieber auf eine Map, die für mich rede ich jetzt, gut funktioniert. Ne? Es gibt halt Leute, die bei denen klappt das gut, bei mir nicht. Ich warte dann auf eine, die für mich selber funktioniert. Man will sich ja auch nicht die ganze Zeit ärgern, weil eine Mod nicht funktioniert. Ne? So, 55 dürfen wir. Wir fahren zu schnell. Drauf geschissen. Wir wollen ja auch wieder zeitig ankommen. Und jetzt sollte echt mal besseres Wetter werden hier. Alter. Rem-Sounds sind auch richtig cool von dem Truck. Zieh, Junge. Zieh die Paletten. Ja, die gemoddeten Trucks haben halt ordentliche Hupen auch. Aber da könnt ihr ja auch Mods suchen, dass die Sounds besser sind. Ich wollte auch nochmal gucken, dass man vielleicht ein Truck-Sound-Paket reinpackt. Aber die sind halt auch nicht so, nicht wirklich klein, ne? Also neue Soundfiles sind auch groß. Der kommt kaum den Berg hoch. Oh, schon. Da unten kann man auch rausgucken. Dafür hat der hier kein Fenster. Leute, die hinten sitzen. Ah, da ist hinten sitzen, aber. Von hinten hast du kein Fenster. Oh mein Gott. Dafür kann ich mich während der Fahrt hinten reinlegen. Ah. Sieht auch lustig aus, oder, Leute? Die Ansicht so von hinten so. Ja, ist schick hier. Nicht. Schnell nach vorne. Hoppa. Ein Heißluftballon bei Regen da oben und Gewitter. Na. So, man sieht schon, wo wir hinbringen müssen. Sind gleich da. Komm, Junge, fahr. Die trödeln alle rum, das ist unfassbar. Oh, geil. Hot Rod mit K&N. Da wollte ich nochmal Danke sagen für die ganzen neuen Leute auf meinem Kanal. Und für die Bewertungen und Kommentare wollte ich mich nochmal bedanken. Oh, da ist schon mal Nissan GT-R. Und ja, ich hatte jetzt auch mal vor, ab und zu mal, ich bin deswegen immer ein paar Sachen am Ausprobieren und deswegen schon das ein oder andere Mal wieder gestreamt. Ich habe halt hier nicht so eine mega Internetleitung, aber Sachen wie ATS, ETS oder so, die kann ich locker streamen oder auch mal runter Minecraft oder irgendwas. Und wollte dann nochmal darauf hinweisen, unten in der Box unterm Video könnt ihr sehen, da ist mein Twitch-Link. Und da könnt ihr vielleicht mal auf den Kanal gehen und da auch mal auf Folgen oder so drücken, wenn ihr mal zugucken wollt und das nicht verpassen wollt. Und ja, da können wir vielleicht auch mal irgendwann mal ein kleines Event im ATS Multiplayer oder so starten. Je nachdem, wie da die Interesse ist, können wir das auf jeden Fall machen. Dann streame ich und ihr könnt quasi mit dabei sein. Coastline Mining, da müssen wir hin. Ja, ich habe halt die Tage jetzt schon mal wieder und gestern halt ausprobiert, wie welche Einstellungen ich dann nehmen muss. Habe dann zum Beispiel auf dem Tablet geguckt, wie gut ist die Qualität, die ich gerade streame. Und ich bin immer der Meinung, solange man, also wenn man etwas schlechtere Qualität hat zum Streamen und die Leute das wissen, wenn ihr nicht Vollbild macht, sieht das immer alles top aus. Das reicht locker, um zuzugucken.
Was ist los? Hä? Jetzt. Ich will auf Nummer sicher wieder. Ach, direkt hier vorne. Man sieht natürlich wieder Xenon Light. Habe ich drin. So. Alles ausgezeichnet. So, und jetzt wollen wir mal eben kurz gucken. Einmal, wir gehen mal kurz raus. Mal den Truck kurz aus. Steigen wir da ein. So. Das ist wie gesagt einmal ein Truck, den ich halt reingebracht habe. Und jetzt, wenn man die Maus nach rechts dreht, seht ihr, guck mal, wie er nach hinten läuft. Und ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, ja, hier hinten rumzulaufen. Leider irgendwie nicht schlafen. Vielleicht geht das in den Original-Trucks oder so. Weil das stand bei der Mod auch dabei. Ihr könnt dann in eurem Truck pennen. So. Aber damit meinen die sehr wahrscheinlich, dass man hier nach hinten ins Bett laufen kann. Hier kann man jetzt gucken. Regal hier hinten und ja, der hat keinen Fernseher hier hinten. Der Arme. So, jetzt gucken wir eben schnell bei meinen Profilen. Ja, ja, ich gehe mal raus. Das ist mein Profil hier und dann gehen wir kurz in den Mod Manager. Und beim Mod Manager könnt ihr gucken, was ich aktiviert habe. Ich habe einmal Freightliner Rework drin. Den kennt ihr ja noch. Das war ja hier. Der hier. Den Scania Mod habe ich drin. Xenon Mod, Walkabout Cameras, das ist die Mod, um im Fahrzeug rumzulaufen. Road Heavy Pack, das sind diese etwas fetteren Anhänger mit echt manchmal richtig geilen Sachen, die auf eurem Trailer drauf sind. Das weiß ich gerade selber nicht mehr, das hatte ich halt die ganze Zeit drauf. Ich weiß nicht, das war nämlich keine Beschreibung, da muss ich nochmal nachgucken. Real Trailers, dass da ab und zu mal Trailer rumfahren mit richtigen Beschriftungen und AI Traffic Pack, das sind für die Autos, die rumfahren. Und ich hatte halt noch ein paar andere runtergeladen, aber das ist hier zum Beispiel die Offroad Map. Die funkt nicht richtig, das gehört zu Offroad Dingens und ja, die Sachen, wo ich gemerkt habe, die nicht funktionieren, direkt rausgeschmissen. Das ist ganz wichtig, Leute. Ihr müsst Sachen, Mods, die ihr seht, die nicht funktionieren, sofort rausschmeißen. Ja, ihr müsst die einfach rausschmeißen. Und wundert euch nicht wegen den Leveln und so wenig Gefahren. Ich habe halt dadurch, dass hier alles abgestürzt ist, mir einfach neue Profile gemacht. Du brauchst ja für Multiplayer ein Profil ohne jegliche Mods und ja, für Singleplayer halt so, dass ich dann modden kann, mir alles freischalten kann, habe ich natürlich wieder ein bisschen mehr Kohle und EP reingemacht. Ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Soulcruiser, ne? Tschüss!